Servus miteinander aus der schönen Oberpfalz. Ich bin wieder mit der Suki unterwegs und nehme euch mit. Mal schauen, was wir heute alles finden. Irgendwie bin ich heute sowas von gut gelaunt und weiß gar nicht, was ich mit meiner Energie. Hey Maus! Ja, wie gesagt, wenn ich was Schönes sehe, dann zeige ich es euch. Bis dann! So, ich bin da bei dem Feldahorn, der da umgestürzt ist mal. Den haben sie jetzt weggeräumt. Und habe da eine Baumperle entdeckt, also zwei. Und da haben auch so komische Knollengebilde. Da muss ich auf jeden Fall nochmal herkommen, wenn es wärmer wird. Vielleicht kriege ich auch von dem Ameisenzeug da was raus, von den Gängen. Da weiß ich nämlich jemand, der wird sich darüber sehr freuen. Und da drin haben auch so Knollengebilde. Da muss ich mal mit der Säge wieder kommen. Da habe ich auch kein schlechtes Gewissen, weil der ist ja schon tot. Ist für mich bestimmt auch was dabei. Ja, aber okay, wir gehen schon weiter. Lohnt sich immer, mal wieder nachzuschauen da. Wunderschöne alte Bäume. Na dann, wenn ich noch was sehe, zeige ich es euch. Schaut mal, umgestürzte Buche, da will ich jetzt drüben Eier drüben. Ja. Aber an der da vorne, die noch steht, sehe ich eine Baumperle. Komm mal mit, Maus. Mal darüber. Und die ist gar nicht klein. Oh, Hund, komm mal rüber da, gell? Aber die löst sich nicht. Das ist eine Umwallung von einem ehemaligen Ast. Und die ist ganz fest verbunden. Schade. Also der Wurzelballen, der ist riesig. Schauen wir den jetzt nochmal von hinten an. Wirkt jetzt am Video wahrscheinlich nicht so. Der ist bestimmt 4-5 Meter hoch. Hammer. Dann bis später. Oh, und da war ich jetzt beinahe vorbeigelatscht. Da habe ich gerade noch aus den Augen die Spitzen sehen.
mal her. Super. Schaut mal, wie schön. Keine Chance. Obwohl die wackelt. Ja, genau. Will doch mit. Schaut mal, an dem kleinen Schnipf ist noch dran gehängt. Cool. Ich habe keine Taschen und nichts dabei. Muss ich wieder in die Mütze. Oh, gleich. Ja, bis dann. Jetzt mal ein junger Zunderschwamm. Schaut ja so aus, wenn er geschlechtsreif praktisch ist, wenn er sporen kann. Und wenn er rauskommt, wächst er als Kugel. Dann praktisch Babys. Schön, gell? Jetzt dabei sind. So, meine Lieben, ich habe meine Rassel dabei und die darf jetzt mal in den Wald. Bis dann. Ja, das Gesicht sagt doch schon alles, oder? So, meine Lieben, ich gehe wieder nach Hause. Pfiat euch, bis zum nächsten Mal.